war ja schon häufiger im Ausland. Das war, als Kind bin ich schon gerne gereist. Auch als ich berufstätig war, war ich immer unterwegs, gerne weit weggereist. Und meine Familie, meine Freunde, die kannten das eigentlich schon von mir, dass ich ständig weg bin. Aber es gibt ja genug Kommunikationsmittel, Skype, Facebook, Telefon, Internet, und man kann ganz einfach in Verbindung bleiben. Also als Kind hatte ich eigentlich überhaupt keinen konkreten Berufswunsch. Es war jetzt nicht so, dass ich Schauspielerin, Sängerin oder Tierärztin oder sowas werden wollte. Nach dem Abi war ich erstmal 2 Jahre im Ausland und habe sozusagen eine Kindererziehungsausbildung gemacht und habe also gelernt, wie man richtig die Hausarbeit macht, wie man richtig bügelt, wie man richtig kocht, wie man sich mit Kindern beschäftigt, was man sich für Spielchen aussuchen kann. Und dann habe ich mich für das duale System entschieden und habe eine Betriebswirtin-Ausbildung gemacht. Nach meiner Ausbildung habe ich meinen ersten konkreten Job gemacht und habe seitdem eigentlich viele Ausbildungen oder viele Jobs in einem großen globalen Konzern erledigt, angefangen bei Marketing, Kommunikation. Ich war im Außendienst, Unternehmenskommunikation, Integration. Dann folgte auch Finance and Accounting, das war weniger mein Ding, Zahlen. Also ich bin nicht so zahlenlastig. Und später dann halt immer Analysen, Interpretationen. Ja, hallo, schönen guten Tag, ich möchte gerne ein Taxi bestellen. Der Auslöser, was anderes in meinem Leben zu machen, war zum einen dann die Situation, dass ich nicht mehr ganz zufrieden war mit dem, was ich gemacht habe. Wenn man also in der Zeitpunkt gekommen ist, wo man morgens aufsteht und sich denkt, boah, schon wieder zum Job, schon wieder ins Büro, da muss man ganz einfach was ändern. Nichtsdestotrotz hat es 2 Jahre gedauert, bis ich wirklich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich eher so ein Mensch bin, ich brauche auch ein bisschen Sicherheit. Ne? Schwankte dann zwischen einer neuen Sprache zu lernen, also nach Lissabon zu gehen und Portugiesisch zu lernen, oder halt eine Flugausbildung zu machen. Pilotenschein ist es dann letztendlich geworden, weil ich circa ein Jahr vorher einen Fallschirmsprungkurs absolviert habe und mir die Atmosphäre ganz einfach ganz gut gefallen hat. Also ein kleinerer Flugplatz. Und man ist also in den kleineren Maschinchen, die ich dann hinterher auch geflogen bin, ist man dann also hoch in die Luft. Und ja, das war eigentlich so der Zusammenhalt, hat mir sehr gut gefallen. Die Atmosphäre hat mir sehr gut gefallen. Kombiniert mit einem tollen Urlaubsland wie die USA, also Kalifornien, und dann natürlich Sonnenschein ist optimal. Das Foto hier bin ich mit meiner Fluglehrerin, das war nach meiner Privatpilotenlizenz, mit meinem Lieblingsflugzeug, mit dem ich am liebsten geflogen bin, 65290. Und dann habe ich hier noch ein anderes Foto mit meinem japanischen Fluglehrer, mit dem ich dann die Instrumentenfluglizenz gemacht habe. Es war immer sehr witzig mit ihm. Es gibt so einen netten Brauch, wenn man seine ersten 3 Sololandungen gemacht hat, dann bekommt man einen Eimer Wasser oder mindestens einen Eimer Wasser über den Kopf. Und wenn es fies läuft, dann ist es eiskaltes Wasser oder es werden noch irgendwelche anderen netten Flüssigkeiten in dieses Wasser getan. Aber ich hatte echt Glück. Ich hatte angewärmtes Wasser, weil es gibt auch nicht so viele Mädels, die die Ausbildung machen, und dann hatten die doch Nachsicht. Fliegen bedeutet für mich flexibel sein, mobil zu sein. Das war so der ursprüngliche Gedanke. Dadurch, dass ich halt gerne unterwegs bin, kann ich mir also gut vorstellen, noch für die nächsten 2 bis 3 Jahre viel zu reisen, und habe mich halt entschlossen, als Flugbegleiterin anzufangen, habe mich bei mehreren Airlines beworben und hatte mehrere Assessment Center und bin auch erfolgreich gewesen. Warte jetzt darauf, dass das Training anfängt. Es macht Spaß, es ist ein ganz anderes Gefühl, in der Luft zu sein, und man ist frei.